Der Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel war hoch erfreut, dass wir die Möglichkeit haben, an den Rohstoffwochen teilzunehmen, um an weiterführenden Schulen eine Unterrichtseinheit anzubieten. Es ist eine runde Sache, weil es aus drei Bausteinen besteht. Im ersten Baustein sind die mitgelieferten Vorbereitungsmaterialien so konzipiert, dass man sie in verschiedenen Altersgruppen, verschiedenen Schulformen mit verschiedenen methodischen Ansätzen verwenden kann. Dann kommt der Besuch eines externen Experten, was immer eine Bereicherung für den Unterricht darstellt. Der hat eine andere Sichtweise, eine andere Herangehensweise an Dinge, die er den Schülern dann vermitteln kann. Und wenn dann eben als dritter Baustein noch so ein Besuch vor Ort dazukommt, ist es einfach eine runde Sache. Ich habe das mit der Klasse besprochen, die waren echt sehr motiviert und engagiert. Ich glaube, dass die praktisch und unterhaltsam ein Thema, was sonst nur unterrichtsspezifisch bearbeitet worden wäre, einfach unterhaltsamer aus verschiedenen Perspektiven wahrnehmen. Wir haben diese Vorträge, die wir machen im Bereich Rohstoffe, Klima, wie es unserer Umwelt geht, tatsächlich selbst erarbeitet. Den Schülern vor Ort eben Live-Satellitenbilder zu zeigen, dass man sieht, was auf der Oberfläche tatsächlich sich verändert hat, was wir mit der Oberfläche unseres Planeten tun, sodass da ein kleines Feingefühl vielleicht für entsteht, dass man in Zukunft etwas ändert. Schon extrem mit den Rohstoffen, alte Handys, Fernseher, Computer, alles Mögliche. Wenn sie kaputt sind, keine Ahnung, werden die wohl im Sondermüll entsorgen. Es ist besser hier zu sitzen als Physik oder Chemie. Und ich denke, wir werden da schon was mitnehmen nach dieser Stunde und so mal drüber nachdenken, vielleicht sogar, wie wir das handhaben. Mit unseren Rohstoffen und Energie und so. Also das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, die Umwelterziehung an Schulen, dass das ganze Jahr über geübt und trainiert wird und wiederholt wird. Es ist unheimlich wichtig, hier mal den Recyclinghof zu besuchen und die Sachen sich anzuschauen, wie viel Müll anfällt. Und es ist vor allen Dingen ein sehr fächerübergreifendes Angebot, um die Schüler für dieses Umweltthema zu sensibilisieren. Also es ist sehr wichtig heutzutage, Altlampen und Handys zu recyceln, da wir sonst die ganzen Rohstoffe aus der Natur wieder entnehmen müssten. Wenn man jetzt hier ist und die ganze Menge sieht, die so recycelt wird, dann kann man sich das natürlich alles viel besser vorstellen. Ja, die Nachhaltigkeit dieses Lightcycle-Projekts ist auch darin ablesbar, dass die Schüler während des Besuchs des Geoscopia-Mitarbeiters selber die Idee entwickelt haben, eine Sammelbox bei uns in der Schule aufzustellen und diese dort gesammelten Altgeräte dann mit hier in den Wertstoffhof zu nehmen und hier abzugeben. Insofern sieht man auch, dass das ganze Projekt sehr nachhaltig ist. Ja, werft eure Handys nicht weg. Ja, es sind viele Rohstoffe dort drin, die man recyceln kann. Ja, es ist sehr sinnvoll für Schüler, auch auf den Wertstoffhof zu kommen, weil die Thematik dadurch auch ganz anders erfahren werden kann und erlebt werden kann. Es ist somit also auch wesentlich besser zu verankern, die Inhalte, die man im Unterricht macht, wenn die Schüler das praktisch auch erleben können. Definitiv würde ich die Rohstoffwochen weiterempfehlen. Also ich würde die Lightcycle Rohstoffwochen, das ist ein sehr gutes Projekt, finde ich, auf jeden Fall weiterempfehlen.